Herr Krüger, es steht die Wahl der Vollversammlung der IHK Cottbus bevor. Wer wählt was? Die 34.000 Mitgliedsunternehmen des IHK-Bezirks Cottbus wählen die Vollversammlung. Die Vollversammlung ist das oberste Gremium der Wirtschaft in Südbrandenburg. Was gibt es Neues bei dieser Wahl? Zum ersten Mal können die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur per Briefwahl wählen, sondern auch zeitgemäß online-mäßig. Wir erhoffen uns davon, dass es eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als bei den letzten Malen vor 5 Jahren gibt. Was muss die neue Vollversammlung, die wie viele Mitglieder hat, am ehesten in Angriff nehmen? 45 Unternehmerinnen und Unternehmer werden direkt in die Vollversammlung gewählt. Dazu werden 5 weitere Unternehmen kooptiert. Die wichtigsten Aufgaben der nächsten 5 Jahre werden sicherlich der Strukturwandel hier in der Lausitz sein, die Umgestaltung der Energiewirtschaft. Aber es geht auch darum, das große Thema Digitalisierung der Unternehmenslandschaft, der Arbeitswelt in Angriff zu nehmen und sich auf internationalen Märkten zu engagieren. Stichwort Internationalisierung. Das sind die großen Herausforderungen, vor denen die Vollversammlung in der nächsten Wahlperiode steht. Vielen Dank.